Ein Schwurgericht in Paris hat Ilich Ramirez Sanchez, genannt Carlos, wegen eines Anschlags in der französischen Hauptstadt zu einer weiteren lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Die Kammer befand den 67-Jährigen für schuldig, 1974 eine Handgranate in ein Einkaufszentrum geworfen zu haben. Dabei wurden zwei Menschen getötet und 34 verletzt. Ramirez Sanchez verbüßt bereits zwei lebenslange Haftstrafen in Frankreich wegen Anschlägen in den 70er und 80er Jahren. Er galt lange als der meistgesuchte Terrorist der Welt. Die Verteidigung kündigte Berufung an und sprach von einem Justiztheater. Es gebe keine Beweise.